Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Videotutorial, das Eigenkapital ausrechnen. Ja, um das Eigenkapital auszurechnen, macht man das in der Bilanz so, dass man erstmal die verhältnismäßig größere Seite zusammenrechnet. Das ist eigentlich immer die linke Seite. Brauchen wir hier die Stifteingabe. So, hier kommen 200 Euro raus. Und dieser Betrag wird auf der gleichen Höhe auf der rechten Seite angetragen. Das ist die sogenannte Bilanzsumme. Das ist noch nicht das Eigenkapital. So, damit man auf der Passivseite auch wieder auf die 200 Euro kommt, muss man das Darlehen abziehen. Das heißt, ich rechne von den 200 Euro die 60 Euro ab. Da kommt 140 raus. So, und 140 plus 60 ergibt wieder 200 Euro. So berechne ich das Eigenkapital. Was hier noch fehlt, ist jetzt hier die Buchhalternase.